Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder zu einem erneuten Mystery Lego Haul. Das heißt, meine Mutter hat mir irgendein Paket in die Hand gegeben. Ich habe auch diesmal kein Geld gegeben. Das heißt, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was hier hinten drin sein könnte. Und ja, ich öffne das auf jeden Fall mal hier mit euch zusammen. Die Laschen sind schon durchgemacht vom Paket. Da ist, da meine Mutter schon reingeguckt hat, was drin ist. Und ich würde sagen, ich versuche es mal aufzubekommen, weil das ist hier so ein bisschen schwieriger Karton. Geht ziemlich schwer auf. Aber ich glaube, ich kriege es auf. Genau, ist jetzt offen. So, 3, 2, 1. Und, oh, ich bin gespannt, was hier drin sein könnte. Hier hinten ist noch Klebeband. Das mache ich nochmal gerade. So, ist offen. Und, cool. Ein Monster Fighter Set. Das ist wirklich cool. Okay, es ist gebraucht, aber es ist... Wow. Und diese Teile dabei, die leuchten, ey. Wow. Ich finde es ziemlich cool. Das schon mal vorne weg. Wow. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay, der Karton ist ein bisschen beschädigt, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht weiter schlimm. Wow. Ich tue mal gerade die Schachtel weg. Und wir gucken mal gerade in den Karton hier rein. So. So, dieser Film ist durch. Sehr super verpackt auf jeden Fall. Hier sind die Teile. Hier ist die Anleitung. Karton ist leer. Glow in the Dark. Richtig cool. Wow. Damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Ist doch hier super verpackt. Also ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Haul. Zu diesem Set werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen Speedbuild und Review kommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Video und ciao.